Willkommen bei der Algebra 2 im neuen Jahr 2022. Wir haben jetzt noch 3 Wochen bis zu den Semesterferien und die werden wir wohl online machen müssen. Wir werden weiterhin das Lightboard verwenden. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs. Wichtig ist, dass wir miteinander kommunizieren. Wir haben im Pro-Seminar, werden wir das über Zoom vom Computer aus machen und Dienstag und Mittwoch jeweils am Lightboard die Vorlesung. Gibt es von eurer Seite noch Fragen technischer Art, organisatorischer Art? Ist irgendwas fällig? Könnt ihr auch natürlich eine Mail schreiben. Ja, also wegen der Prüfung nur nochmal. Wie schaut es jetzt eben aus mit Terminen? Wird da der erste eben Anfang März sein? Ja, die Prüfung würde ich am 4. März vorschlagen. Das ist ein Freitag. Vorher, ja, also es ginge eventuell auch noch am 26. Januar, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu knapp, würde ich meinen, abgesehen davon, dass ihr vielleicht auch andere Prüfungen habt. Ja. 4. März würde ein schriftlicher Termin sein und ich muss das aber auf Moodle noch, da muss man sich ja wohl wieder anmelden und ihr könnt euch dann wieder vor den Semesterferien könnte ich euch wieder ein Blatt geben mit Wiederholungsaufgaben oder so eine Art Prüfungsaufstellung, damit ihr da ein bisschen üben könnt. Okay? Ihr kennt ja schon meinen Stil. Okay? Sonst noch Fragen von eurer Seite? Ihr habt das Skriptum hoffentlich gesehen und ein bisschen durchlesen können. Ich wollte mich nochmal bei Clemens und Peter bedanken für ihre Arbeit. Ich glaube schon, dass das euch was helfen kann und die haben das sehr sorgfältig ausgearbeitet. Es wird natürlich trotzdem, ich habe es korrigiert, aber es gibt natürlich immer trotzdem noch Tippfehler oder kleine Ungenauigkeiten. Das könnt ihr mir alles melden. Gut, ich wünsche euch auch ein gutes Jahr, sowohl mathematisch auch natürlich privat. Im Sommersemester werde ich ja eine Art Fortsetzung der Algebra halten, nämlich die Einführung in die algebraische Geometrie und kommutative Algebra. Das wird auf Englisch sein, weil das eine Vorlesung ist, die sowohl für Bachelorstudenten als Wahlfach verwendet werden kann, als auch für Masterstudenten. Wird ein recht, wie soll ich sagen, ein sehr konkreter Zugang zu den Grundlagen der algebraischen Geometrie, die wird beliebig schwer natürlich und wird dann vielleicht im Herbst fortgesetzt mit einer höheren Vorlesung algebraische Geometrie. Das werden wir noch sehen. Okay? Gut, jetzt habe ich überlegt ein bisschen, was wir in diesen 3 Wochen im Januar noch machen, was gut zum bisherigen Stoff passt. Ich wollte nicht mehr etwas ganz Neues anfangen, weil per Zoom und per Online das sowieso schwieriger ist, neue Materialien zu machen. Und habe mich dann entschieden, euch ein bisschen die Algebra schmackhaft zu machen, wenn ihr andere Gebiete arbeitet. Und zwar insbesondere in der Topologie und noch mehr in der Analysis. Es gibt in der Analysis oder auch in der Differentialgeometrie oder komplexen Analysis viele Beweise, die eigentlich in ihrer Art algebraisch sind. Ja, was ist der Unterschied zwischen Analysis und Algebra? In der Analysis hat man Grenzübergänge, Normabschätzungen, Grenzwertbetrachtungen. Ja, während in der Algebra man eigentlich immer im Endlichen arbeitet, auch wenn man unendliche Mengen hat. Okay. Und wenn man gewisse Beweise der Analysis genauer anschaut, dann sieht man, dass ein großer Teil davon eigentlich algebraisch ist. Ja? Manipulieren mit Gleichungen, Umformungen, Körpererweiterungen, Polynomringe und so weiter. Und nur an einzelnen Stellen dann ein analytisches Resultat reinkommt, wo man eventuell ableitet, wo man integriert, wo man den Satz über implizite Funktionen verwenden muss, solche Sachen. Und das ist eigentlich wichtig und für euer mathematisches Verständnis auch grundlegend, zu sehen, wo in diesen Beweisen der algebraische Teil ist und wo der analytische Teil ist. Und je stärker ihr in der Algebra seid, desto besser könnt ihr das herausarbeiten
und sehen, ja, hier argumentiere ich einmal jetzt nur algebraisch und dann kommt der Input von einem Grenzübergang. Okay? Und das möchte ich jetzt in diesen 3 Wochen mit euch ein bisschen trainieren, an einigen Beispielen, die ein bisschen beliebig ausgewählt sind, die aber hoffentlich recht instruktiv sind, damit ihr seht, was hier passiert. Okay? Ich werde also diesen Abschnitt jetzt nennen Algebra in Topologie und Analysis. Das ist natürlich nur so ein Titel, aber bitte. In Topologie und Analysis. Und wenn man mit Analytikern oder Leuten von Differentialgleichungen spricht, dann sehen die oft gar nicht den algebraischen Bestandteil ihrer Beweise. Ja, wir werden es auch dann bei Differentialgleichungen noch sehen, dass es da sehr viel Algebra gibt. Ja, und vielleicht als Startpunkt Erinnerung. Die Taylor-Entwicklung. Naja, ich mache das reell, wenn wir f, sagen wir von u in, ich mache es nur in einer Variablen, nach r haben, differenzierbar, sagen wir c unendlich, und wir nehmen an, dass der Nullpunkt drinnen ist, damit wir einen Referenzpunkt haben, differenzierbar, dann wissen wir, dann existiert eine Entwicklung, f von x gleich Summe, k gleich 0 bis unendlich. Ich mache die Taylor-Entwicklung in 0, dann ist es leichter zum Schreiben. Und hier haben wir ck x hoch k mit ck in r. Frage ist, ob man da einen anderen Körper auch nehmen könnte. Und diese Potenzreihenentwicklung ist konvergent. Potenzreihenentwicklung in 0, die für x kleiner Epsilon konvergiert. Jetzt, was haben wir hier? Wir haben 2 Objekte oder 2 Begriffe. Die CKs sind also einfach eine Folge, k in n, ist eine Folge in R. Das ist etwas Algebraisches. Und die Konvergenz ist etwas Analytisches. Da ist ein Grenzübergang drinnen oder eine Normabschätzung, wie immer ihr das nennen wollt. Okay? Jetzt kann man auch die Taylor-Entwicklung abbrechen, wenn also etwa n als n ist, dann können wir ck x hoch k, k gleich 0 bis n betrachten. Das ist die Taylor-Entwicklung bis zum Grad n von f. Wenn ich zu schnell schreibe, müsst ihr schreien, bitte. Das ist sehr schwer abzuschätzen. Das ist Taylor-Entwicklung bis zum Grad n von f. Und die ist schon, je größer n ist, umso besser ist die Approximation. Mit wachsendem n, gute Approximation von f von x. Aber bitte nur lokal. Lokal bei 0. Was heißt lokal? Für Absolutbetrag von x hinreichend klein. Ja? Und das liegt daran, also stellen wir, wenn wir das Epsilon etwa kleiner als 1 nehmen, dann sind je größer die Potenz von x ist, desto kleiner wird das. Beachte, wenn x im Absolutbetrag kleiner 1 ist, dann folgt, dass das x hoch k
geht gegen 0 für k gegen unendlich. Ja, das bedeutet, dass die Taylor-Entwicklung vom Grad bis zum Grad n eine sehr gute Approximation ist, wenn das n groß ist, weil die Restterme sind dann klein. Okay? Das ist also der Unterschied zu Polynomen. Bei Potenzreihen machen die Terme mit kleinem Exponenten den größten Beitrag, sofern man nahe bei 0 ist. Okay. Und das rührt jetzt zur folgenden Definition. Jetzt gehen wir in die Algebra. Als Anlass dieser Situation hier betrachten wir einfach überhaupt formale Potenzreihen. Das habe ich schon definiert, das muss man nur noch formale Potenzreihe über Körper K. Ja, das ist, ich schreibe das f von x gleich Summe c Alpha x hoch Alpha. Alpha ist jetzt in n hoch n, in n Variablen. Ich würde auch genügen, hier nur eine Variable zu betrachten, aber wir machen es gleich allgemein. Ja, das Alpha ist Alpha 1 bis Alpha n, das sind die Exponenten in n hoch n. Die c Alpha sind im Körper k. Ihr seht, hier kann man sich vollkommen frei machen vom Körper, ob das die reellen Zahlen sind oder die komplexen oder q, ist ganz egal. Und das x hoch Alpha ist natürlich das Produkt x1 hoch Alpha 1 bis xn hoch Alpha n, das ist ein Monom. Jetzt hier sind wir jetzt rein in der Algebra. Ja. Die Konvergenz können wir hier nicht definieren, wenn wir nichts über den Körper K wissen. Ja. Keine Konvergenzaussage ohne, ja, was man im Wesentlichen braucht, ist eine Norm auf K. Norm auf K, wie es etwa bei den reellen Zahlen oder wie bei den komplexen Zahlen wäre. Aber als algebraisches Objekt kann man das gut betrachten. Jetzt wollen wir hier diese Situation mit der Taylor-Entwicklung hier ein bisschen in den Griff bekommen, algebraisch. Und wir möchten sagen, wann eine Potenzreihe klein ist. Und das machen wir wie folgt. Wir definieren die Ordnung. Ich mache das jetzt immer, die Taylor-Entwicklung im Nullpunkt, damit ich nicht x minus a schreiben muss hier. Ja? Machen wir einfach x, das ist von der Notation her einfacher und ist natürlich keine Einschränkung der Allgemeinheit. Ja, wir definieren die Ordnung von f in 0 als das Minimum aller k. C Alpha ungleich 0 für ein Alpha in n hoch n mit Absolutbetrag Alpha, das wird definiert als Alpha 1 plus 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 Alpha n gleich k. Das ist nichts anderes als der Untergrad der Taylor-Entwicklung, wenn man es hier rüberspielen will. Untergrad der Taylor-Entwicklung. Übrigens, wie ihr euch erinnert, diese CKs hier sind natürlich gegeben durch Ableitungen von F und ihrer Auswertung im Nullpunkt. Aber das vernachlässigen wir. Momentan arbeiten wir einfach mit irgendwelchen Koeffizienten. Jetzt wollen wir diese Konvergenz aber ein bisschen in den Griff kriegen. Wann wird f klein sein? Das ist eine Art Definition, aber ist natürlich keine mathematische Definition. Genau dann, wenn die Ordnung von f groß. Das macht Sinn aufgrund des vorhergehenden Sachverhalts. Ja? Und nun können wir auch sagen, wann zwei. Jetzt werden wir eine Topologie definieren. Topologie auf kx definiert gleich
k x1 beliebig sind. Das ist eine Topologie, die rein aus der Algebra heraus definiert wird. Und zwar, was ist Topologie? Topologie sagt uns, wann zwei Punkte eines Raumes nahe beisammen sind. Ja? Und wir definieren F nahe G. Ja, wenn F minus G klein, das ist wieder heuristisch gemeint natürlich, und das bedeutet, dass die Ordnung von F minus G in 0 groß, und das ist äquivalent dazu, dass die ersten Koeffizienten von F und G übereinstimmen. F und G stimmen bis zu großem Grad überein. Genau in diesem Sinn, dass die Differenz große Ordnung hat. Ja. Jetzt, das können wir auch wie folgt definieren. F minus G. Jetzt kommen wir in die Algebra. Wir nehmen das Ideal x1 bis xn. In diesem Ring Kx. Das sind also alle Potenzreihen ohne konstanten Term. Und wir nehmen hier die kte Potenz. Das hier sind die Potenzreihen von Ordnung größer gleich k. Ja, da solltet ihr euch noch einmal das ein bisschen Gedanken machen. Und das Ganze passiert in Kx. Okay. Also, ich wiederhole. Wir definieren eine Topologie, indem wir zuerst einmal nur so grob sagen, was nahe heißt. Und das heißt, dass die Differenz in diesem Ideal, das ist hier ein Ideal, ich hoffe, ihr wisst noch, was ein Ideal ist. Ideal ist etwas, was bezüglich Addition abgeschlossen ist in Multiplikation mit beliebigen Potenzreihen. Ist klar, wenn eine Potenzreihe eine Ordnung größer gleich k hat und wir multiplizieren irgendeine andere Potenzreihe dran, dann bleibt die Ordnung größer gleich k. Wenn wird nicht vielleicht noch größer. Okay. Und das können wir jetzt präzisieren. Ihr wisst aus eurer Topologievorlesung, man kann eine Topologie auf einer Menge irgendwas durch zwei Arten beschreiben. Entweder gibt man an, was die offenen Mengen sind, oder man gibt an, was die Umgebungen sind. Ja. Und hier werden wir das über die Umgebungen definieren. Und zuerst werden wir, ich hoffe, ihr erinnert euch noch, was eine Umgebungsbasis ist. Wir definieren Umgebungen von 0 zuerst, also die Topologie. Hier drauf, Umgebungen, Umgebungsbasis. Von 0, von der Potenzreihe, die identisch 0 ist, gegeben durch die Ideale x1, xn hoch k, und dafür schreibt man gerne m für maximales Ideal hoch k. Das soll ein deutsches m sein. Und kx. Ja, was ist eine Umgebungsbasis? Das ist ein System von Mengen, wo jede Menge 0 enthält, und Umgebungen werden dann definiert. Aufgrund einer Umgebungsbasis sind Mengen, die immer ein Element der Umgebungsbasis enthalten. Okay.
Das ist die Umgebungsbasis hier und das entspricht genau dieser Definition, die wir hier oben haben. Und wenn wir jetzt in einem anderen Punkt sind, für f aus kx beliebig, Umgebungsbasis, ja, da shiften wir dieses Ideal. Wir nehmen einfach f plus m hoch k. Jetzt werdet ihr vielleicht nicht mehr so parat haben, was eine Umgebungsbasis ist. Das bitte ich euch selbst nochmal anzuschauen in der Topologie. Und daraus bekommen wir nämlich jetzt eine Topologie. Ja, Topologie. Auf kx, u in kx offen, genau dann, es existiert für alle f in u, existiert ein k mit f plus x. Ach, da wollte ich m schreiben. F plus m hoch k in u. Das ist eine Definition. Ihr seht, wir haben überhaupt nichts aus der Analysis verwendet oder aus der Topologie, um das zu definieren. Nur diese Ideale m hoch k. Das ist ein m hoch k, das ist mir leider da verwischt, weil es noch nass war. Okay? Gut. Jetzt eine Bemerkung, sobald wir, also kx ist damit ein topologischer Raum und wir haben natürlich die Addition und Multiplikation, Bemerkung A, oder ja, oh, brauche ich mehrere Bemerkungen, Moment, muss gerade schauen, ja, A, Addition und Multiplikation in kx sind stetig. Das könnten wir im Prosepnah machen. B. Ja, wir können auch im Potenzreinregen differenzieren. Partielle Ableitungen. D nach dxi sind ebenfalls stetig. Und wenn man diese Situation hat, dann nennt man das eine topologische Algebra. Damit, also mit A, sorry, die partiellen Ableitungen ist noch zusätzliche Information, wird kx eine, na, ich schreibe mal dazu differenzielle, um das schon vorwegzunehmen, das kommt ein bisschen später, topologische K-Algebra. Ja. Und was heißt topologische K-Algebra? Das bedeutet gerade A. Das heißt, Addition und Multiplikation sind stetig. Okay, ich schreibe es nicht hin. Haben wir schon einen topologischen Raum? Das ist erstaunlich nützlich, um auch in Analysis Sachen zu machen. Wir werden gleich ein analytisches Resultat beweisen, mit Hilfe dieser Topologie. Diese Topologie C, der hat einen eigenen Namen, das nennt man die x-adische Topologie. Diese Topologie heißt die x-adische oder m-adische oder Krull-Topologie. Topologie auf kx. Achtung, das hat jetzt nichts mit der Konvergenz von Potenzreihen zu tun. Das ist eine andere Art von
Betrachtung. Es ist wieder eine topologische Betrachtung. Wir können jetzt auch Grenzwerte betrachten, aber in einer anderen Topologie. Okay. Gut. Jetzt werden wir ein bisschen was beweisen. Gibt es da Fragen dazu soweit? Kommt ihr mit dem Tempo nach? Alles klar soweit? Ich hoffe, ihr seid jetzt schon so. Ja, muss ich das wischen. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon so algebraisch trainiert, dass euch diese Konstruktionen relativ schnell zugänglich sind. Ja? Das ist für einen Analytiker ist das ein bisschen immer verwirrend, aber wir werden gleich da daraus Folgerungen ziehen, die analytischer Art sind. Aber vorher ein Lemma aus mehreren Teilen. Wir können natürlich die Polynome in n-Variablen als formale Potenzreihen auffassen und haben natürlich dann diese Inklusion. Jetzt haben wir aber hier drauf haben wir die Topologie. X-adische Topologie. Und die Aussage ist, dass die Polynome da drinnen dicht sind. Dicht heißt, dass der Abschluss alles ist. B, Kx ist Hausdorff. Hausdorff bedeutet, dass bei je zwei Elemente trennen kann durch Umgebungen. Ich habe die in Erinnerung. Und C jetzt kommen wir noch mehr in die Analysis. Kx ist vollständiger metrischer Raum. Bezüglich ja, ich definiere die Größe von einem Element als, ich nehme da glaube ich 2, der 2er spielt hier keine Rolle, es muss nur größer als 1 sein, 2 hoch minus die Ordnung in 0 von f. Okay, das ist eine Norm. Oder Metrik, definierende Metrik auf Kx und ist vollständig bezüglich dieser Norm und die induziert die x-adische Topologie induziert. Jetzt Vollständigkeit ist essentiell in vielen Konstruktionen. Deswegen, weil wir dann Cauchy-Folgen schon als konvergent ansehen können. Und mal schauen, wie ich mit der Zeit stehe. Ja, ich werde den Beweis nur skizzieren. Das Schwierigste daran ist jetzt diese neue Sprache, diese neue Sichtweise. Der Inhalt selber ist dann gar nicht so schwer. Naja, wir nehmen zu A, wir müssen zeigen, dass jede Potenzreihe durch ein Polynom beliebig approximiert werden kann, sei K in N, F in Kx. Ja, wir schneiden F am Grad K ab, setze J Kf. Das ist der Kjet von F, das ist per Definition, ja, was ist das? Das JKF ist einfach C Alpha X hoch Alpha und wir nehmen aber nur
Exponenten, die in ihrer Summe kleiner gleich k sind. Das ist ein Polynom. Weil es nur endlich viele Terme hat. Und ich behaupte, das nähert f beliebig an. Ja, das ist klar. Dann ist f minus jkf. Na, hier annulliert sich alles bis zum Grad k. Das ist also in x hoch k plus 1. Und das ist aber offen. In kx offene Nullumgebung. Ja. Und je größer wir das k machen, desto kleiner wird die, also jkf geht gegen f für k gegen unendlich. Ja. Wie magisch. Schaut euch das nochmal gut an, das ist wirklich spannend, wie das funktioniert. B, warum ist das Hausdorff, wenn f ungleich g in kx zwei Potenzreihen sind? Wir müssen zeigen, dass wir sie trennen können. Naja, wenn sie verschieden sind, dann existiert ein Alpha oder ein K, existiert ein K, wo auch schon die K-Chats verschieden sind. JKF ungleich JKG. Und dann folgt, dass F plus X hoch K plus 1 geschnitten. Das ist eine Umgebung von F per Definition. G plus X hoch K plus 1 gleich leer. Also Hausdorff. Fragen dazu? Geht's zu schnell? Ich muss eh wieder zwischendurch wischen. Jetzt, was ich hier mache, das ist nicht jetzt nur eine Spielerei, um die Vorlesung noch über die Runden zu bringen bis zu den Ferien, sondern weil diese Art von Argumente immer wieder auftauchen. Ja. Die sind oft nur versteckt in analytischen Beweisen. Und hier löse ich sie eben heraus, damit man das deutlich sieht. Jetzt wollen wir noch die Vollständigkeit zeigen, also dass das eine Metrik ist, das will ich hier nicht beweisen. Das machen wir vielleicht auch im Pro-Seminar, aber die Vollständigkeit, ja, dazu müssen wir Cauchy-Folgen betrachten. Ich schreibe vielleicht Fn. N in N Cauchy-Folge in Kx. Na, man kann das schon fast raten. Genau dann, wenn die Ordnung der Differenzen Fn minus Fn plus 1 geht gegen unendlich. Für n gegen unendlich. Ja, dadurch, dass wir alles auf die Ordnung zurückspielen, bleiben wir in der Algebra. Ja, wir nehmen einfach den Untergrad dieser Potenzreihenentwicklung. Geht gegen 0. Also die Fn's stimmen in immer mehr Koeffizienten überein. Okay? Gut. Das bedeutet aber, also werden alle Folgen, naja, die Koeffizienten, das Fn, schreiben wir als Summe C Alpha N
x hoch Alpha über Alpha. Und wenn wir jetzt das Alpha fixieren, dann kriegen wir C Alpha n für jedes Alpha, n in n, alle Folge ist ja stationär. Das heißt, sie waren irgendwann konstant für alle Alpha. Ah, das ist jetzt schlecht, das muss ich, das n habe ich schon verbraten, dann nennen wir das hier m. Könnt ihr das noch korrigieren? Machen wir da ein m draus, damit das gut zusammenpasst. M. Tut mir leid. Für Alpha in n hoch n. Die werden stationär. Etwa C Alpha m gleich C Alpha Schlange für m hinreichend groß. Achtung, ab wann das gilt, hängt von Alpha ab. Setze f gleich Summe c Alpha Schlange x Alpha, Alpha in n hoch n. Naja, dann approximiert diese Entwicklung hier, stimmt natürlich mit den FMs sehr weit überein, also ist mit Limes FM. Gleich f, m gegen unendlich. Leicht nachzuprüfen. Okay. Wir haben also hier so ein bisschen Grenzübergänge drinnen, weil wir eben mit Folgen arbeiten oder mit formalen Potenzialen. Okay. Jetzt brauchen wir, mein Ziel für morgen wird sein, der Satz über inverse Funktionen. Wir werden den Satz über inverse Funktionen für formale Potenzreihen beweisen und analog den Satz über implizite Funktionen. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen an Vorbereitungen. Und das mache ich in einer Reihe von Bemerkungen. Aha. Wenn f in k x1 bis xn, ich schreibe das nochmal hin, weil ich jetzt die Anzahl der Variablen brauche. Und wenn g, naja, das könnte jetzt in anderen Variablen sein, aber g ist jetzt ein Vektor, k y1 ym mit n Komponenten, Vektor. Und das g habe aber keinen konstanten Term, mit g von 0 gleich 0. In k hoch n, also alle Komponenten von g, g gleich g1 bis gn, alle diese Komponenten haben keinen konstanten Term, verschwinden in 0, dann können wir die Variablen, die in f auftauchen, x1 bis xn, ersetzen durch g1 bis gn. Dann ist f komponiert mit g, von y definiert gleich f von g1 von y bis gn von y in k y. Also y ist jetzt wieder der Vektor y1 bis ym wohl definiert. Das habt ihr, glaube ich, schon in den Grundvorlesungen gesehen, dass man Potenzreihen ineinander einsetzen kann, sofern das, was man einsetzt, keinen konstanten Term hat. Ja, der konstante Term würde Schwierigkeiten machen. Ja, um das zu zeigen, kann man diese Topologie verwenden. Ja, machen wir vielleicht auch im Pro-Seminar. Ist nicht sehr schwer zu zeigen. Ja, jetzt damit erhalten wir den Begriff B von formalen Abbildungen und Komposition. Da schreibe ich jetzt vielleicht groß F von Kn nach Kn. Ich mache das jetzt strichliert. Heißt formale Abbildung in 0 aus Kn. Ja, wir machen jetzt eigentlich nichts anderes als die
differenzierbaren Funktionen, von denen wir uns nur noch die Taylor-Entwicklung anschauen. Die Konvergenz lassen wir links liegen und wir arbeiten nur mit den formalen Potenzreihen der Taylor-Entwicklung. Okay? Also das könnte, wenn man über einen Körper wie den reellen Zahlen oder den komplexen Zahlen operiert, können wir das auch konvergent machen. Brauchen wir hier jetzt nicht. Das heißt, formale Abbindung Nullen. Und manchmal schreibe ich dafür auch vielleicht die Null hier noch dazu. Machen wir da vielleicht so eine Null her, um das anzudeuten. Na, das ist nichts anderes als ein Vektor von formalen Potenzreihen. F gleich F1 bis Fn. Fi in K x1 bis xn. Das ist, wenn jede dieses Fi konvergiert, dann hätten wir natürlich eine richtige Abbildung, so haben wir nur einen formalen Ausdruck. Okay? Und wir können natürlich das F nicht auswerten, außer in 0. F von 0 ist dann in Kn irgendein Punkt. Das geht schon, das ist der konstante Term. Das ist ja nichts anderes als eine formale Potenzreihe, können wir immer in 0 auswerten, Fn von 0. Okay. Und jetzt können wir so tun, als ob das richtige Abbildungen wären und komponieren. Jetzt sind wir schon mit der Zeit fast durch. F. Und jetzt schreibe ich Kn0 nach Kn0 formal mit, ich fixiere den Nullpunkt, an dem kann ich auswerten, heißt invertierbar. Oder formaler Isomorphismus. Ja, die klassische Definition ist jetzt dann G von Kn0 nach Kn0. Ja, das ist strichliert. Das werde ich jetzt noch öfters vergessen. Kn0 formal mit F komponiert mit G gleich it Kn und G komponiert mit F gleich die Identität. Und das heißt nichts anderes, dass F von G von X gleich X ist. X ist der Vektor X1 bis Xn und ebenso G F. X gleich X. Okay. Wir erhalten also hier eine Gruppe. Out. Und ich mache da einen Hut drüber, um anzudeuten, dass das formal ist. Von K0. Gleich die Gruppe der formalen Automorphismen von Kn0. Jetzt kommen wir wieder in die Gruppentheorie zurück. Und etwas, was ich erst morgen ausführen werde, weil wir heute uns die Zeit schon davonläuft. Die Behauptung ist, dass das ist isomorph. Das ist ein Satz, den wir jetzt nicht brauchen, aber der vielleicht ganz instruktiv ist. Das ist out Kn0 ist isomorph als Gruppe. Ihr seht, jetzt kombinieren wir schon viele verschiedene Sachen. Den
Ja, ich schreibe da ein. Und mit der Notation ein bisschen schwer. Ich schreibe da C für stetig. Die stetigen Automorphismen, hier meine ich formale Automorphismen, in diesem Sinn, ja, das ist formaler Isomorphismus oder Automorphismus, könnte man natürlich hier auch sagen. Ja? Und hier nehmen wir jetzt die stetigen K-Algebren, ich schreibe es dazu, nachdem das jetzt ein stetiger, ein topologischer Raum ist, können wir Stetigkeit betrachten. Das sind die stetige K-Algebren, Automorphismen. Wisst ihr noch, was eine Algebra ist? Von Kx. Mit, ja, die nenne ich Phi, mit Phi von diesem Ideal x gleich x. Mehr dazu morgen. Mir geht es jetzt nicht darum, das alles haarklein zu beweisen, sondern mir geht es darum, euch zu zeigen, wie viele Dinge hier zusammenspielen. Ja? Diesen Satz werde ich morgen noch einmal erklären, was damit gemeint ist. Und dann werden wir den Satz über inverse Funktionen beweisen, allerdings für formale Abbildungen und nicht für konvergente. Ja? Und das wird rein algebraisch gehen mit Hilfe dieser Metrik. Okay. Jetzt wäre es gut, wenn ihr euch bis morgen in eurem Analysis-Skriptum den Satz über inverse Funktionen oder auf Wikipedia nochmal anschaut, auch den Satz über implizite Funktionen, damit das schon parat ist. Das kostet euch 10 Minuten und erspart euch nachher viel Arbeit, wenn ihr das gehört habt. Okay? Gut, das war's schon für heute. So eine Dreiviertelstunde vergeht immer sehr schnell. Ich hoffe, das interessiert euch, dieser bisschen alternative Gesichtspunkt. Und schönen Nachmittag noch und bis morgen. Tschüss.